Klein Tutorial zur Crysis CryEngine 2 Sandbox. Ja, für Crysis Wars. Das hier wird also ein Tutorial, naja, eine Tutorial-Reihe, bei der man lernt, wie man Multiplayer-Maps erstellt. Ich habe jetzt gerade 4 fertig, arbeite an der 5. Ja, und dann legen wir mal los. Also erstmal starten wir das. Ich habe hier zwar das so schön im Rocket Dock drin, aber erstmal zeige ich euch, wie man das installiert. Man braucht also erstmal, nee, da ist es nicht. Oh Gott, wo waren das? Habe ich das überhaupt noch? Ah, genau. Man braucht also erstmal die drei Sachen hier. Den neuesten Patch. Den zieht man als erstes drauf. Dann Source Code und dann Tools. Wenn man das gemacht hat, dann hat man im Ordner, also wo man es halt installiert hat, bei mir Programme, Electronic Arts, Crytek, Crysis Wars, unter Bin64 sag ich jetzt mal eine Editor-Exe. Die führt man einfach mal aus. So, dann sieht man, da ist er schon. Zumindest fährt er gerade hoch. Und dann hat man das hier. Das ist der Editor. Sieht noch relativ grau aus. Braucht man aber später die Fläche, die so fett ist. Erstmal Grafik auswählen unter Configs Pack, Very High. War zwar schon vorher da, aber die Rollupper, wenn ihr die nicht habt, ist das doof. Womit konnte man die nochmal wieder öffnen? Genau, wenn man die nicht hat, einfach mal hier oben auf Show Rollupper klicken. So, dann machen wir erstmal ein neues Level, klicken hier auf File, dann auf New. Und tippen jetzt einen Levelnamen ein. Tutorial 1, 2, 3. Use Terrain, ja, wir wollen Terrain haben, also Umgebung. Und dann wählt ihr hier die Größe aus, also was weiß ich, 1024x1024. Und das wird dann damit multipliziert, heißt also im Endeffekt jetzt 2x2 Kilometer in etwa. Das ist eigentlich völlig ausreichend. Und dann klicken wir mal auf OK. So, dann sieht das hier so aus. Man denkt sich nichts bei, es wäre wohl ein Dreieck, ist es aber nicht. Nein, wenn man auf F3 klickt und in die Drahtgitteransicht geht, also in den Wireframe-Modus, dann sieht das so aus. Und das ist schon mal der Anfang. Nun ja, wir haben gerade eben so schön Use Terrain angeklickt. Dann wollen wir das auch mal benutzen. Terrain, Edit Terrain. Man kann das jetzt zwar alles hier so selbst machen, indem man das so, was weiß ich, hier zeichnet. Das ist aber doof. Einfach mal auf Generate Terrain klicken und hoffen, dass was Positives bei rauskommt. Detail nehme ich immer 10. Wieso? Keine Frage. Variation. 5. Bisschen Blurring. Naja, kann ja nie schaden. Ja, so, das sollte passen. Okay. So, dann sieht das erstmal so aus. Gehen wir mal aus dem Wireframe-Modus raus. Ja, gibt besseres Terrain, aber für den Anfang schon nicht schlecht. Wobei, das hier, das ist cool. Das kann man vielleicht sogar noch richtig gut nutzen. Ja, jede Karte hat so eine Stelle, die wirklich geil aussieht. Naja. So, das ist jetzt einmal erst der Anfang. Das hat ja noch keinen Himmel und so. Und das hier ist auch nur weiß bzw. grau, da es noch keine Sonne gibt oder so. Das erledigt man mit einem Klick auf File. Generate Surface Texture. Nehmen wir einfach mal die Größe der Karte, reicht völlig aus. Und klicken auf OK. So, dann haben wir das hier. Wie man sieht, wir haben Wasser, wir haben Himmel, wir haben eine Sonne.
Die Berge sind grasig, zumindest sollten sie es sein, aber das sind sie noch nicht. Dafür müsste man nämlich erstmal auf Terra und Texture klicken. Das reicht schon aus, dann bearbeitet der das nämlich mit dem Material nach und dann haben wir hier schon mal Grasboden. Wasser, ganz viel Wasser. So, das ist aber nicht wirklich realistisch. Wasser auf Gras und grasige Berge. Darum nehmen wir erstmal das Wasser weg. Unter Edit Terrain gibt es hier bei Modify etwas, das nennt sich Set Water Level. Klicken wir mal drauf. Und dann wählen wir hier mal aus. Na, nehmen wir mal 10. Okay. So, alles was schwarz ist, das ist also nicht unter Wasser. Das hier ist mir noch nicht zu doof. Nehmen wir noch mal ein bisschen weniger. 8. Oh, schon besser. Gucken wir uns das mal an. Ja, damit kann man durchaus leben. Kann man das nachher noch so zu Wanderdünen machen oder so. Ja. Die Berge sehen ja jetzt noch nicht wirklich bergig aus. Das kriegt man aber auch hin. Und zwar klickt man auf Terrain, Texture und klickt auf Add Layer. Hast du hier so New Layer, machst mal einen Doppelklick drauf. Na komm schon. Und dann nennen wir das mal Berg 1. So, dann wählen wir mal das Material aus, klicken hier auf Material und man sieht, er nervt. Nein. Normalerweise hätte man dann hier noch ein zweites Fenster, das sich aber bei mir in letzter Zeit seltsamerweise immer verabschiedet. Wieso? Kein Plan. Suchen wir uns mal was Schönes raus, was schön aussieht, aber keine wirklich gute Textur ist, ist hier White and Gray Ascension. Das klicken wir einfach mal an. Klicken wir wieder auf Terrain. Nein, Quark. Auf Texture und wählen Sign Material. Jetzt hat er das, was wir eben ausgewählt haben. Hier. White and Gray Ascension. Und dann wählen wir noch eine Layer Texture. Klicken also hier auf Change Layer Texture. Und dann wählen wir uns mal aus, was schön dazu passt. Braun. Ja, hier Cliff Basalt. Das sieht ganz so hübsch aus. Open. So, dann haben wir hier eine hübsche Oberfläche. Schon mal erstellt. Ja, das ist schon mal in Ordnung. Nur, wo ist sie? Wir klicken hier in der Rollupper auf dieses Gebirge da und wählen den Layer Painter aus. Haben wir hier jetzt Default, das ist das Gras, und Berg 1. Dann können wir hier den Filter verändern. Muss aber nicht sein. Und wie weit wir das machen wollen. 25. Und die Hardness, das ist also, wie stark die alte Textur überzeichnet wird. Es kann ruhig ein bisschen weniger sein. Nehmen wir mal 0,8. So. Und dann machen wir jetzt mal. Wobei, was auch interessant ist, ist dieses Slope. Bei Bergtexturen geben wir da ein. Ich nehme mal 29. Damit werden dann also nur die senkrechten Stellen halt bergig, sag ich jetzt mal. Und man siehe da, es sieht gut aus. Zumindest schon bergig. So. Da fährt man dann einfach mal so mit dem Teil drüber. Ja. So, ich wollte ja das Tal hier drinnen eigentlich benutzen und das werde ich auch tun. Zumindest so für das Tutorial. Vielleicht mache ich da sogar eine richtige Map draus. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. So, wenn man da aber näher rangerät, sieht man, dass das von weitem zwar schön ist, aber nicht von nahem. Darum empfehle ich immer, das eigentlich nur so bei Bergen einzusetzen, die weiter weg sind.
Ich mache das jetzt zwar einfach mal hier so, um des Spaßes willen halt, aber ansonsten geht das auch anders. So. Man kann ja nie wissen, vielleicht sitzt mal ja irgendwer hier mal ein Dings rein, ein Vautel, also Senkrechtstarter, die heißen hier Vautels oder wie auch immer die das ausgesprochen haben wollen. Ach, was mache ich hier eigentlich? So. Es laggt. So. Na, mehr. Und wie man sieht, sind wirklich nur die Stellen, die nicht so gerade sind, farbig geworden. So. Was jetzt noch interessant ist, sind so Übergänge. Die kann man jetzt noch hier mit unter Terra Modify, unter Smooth, nehmen wir mal einen höheren Outside Radius. Ja, das ist in Ordnung, denke ich mal. Und dann smoothen wir das Ganze mal ein bisschen. Ganz gesmoothed, Leute. Ich hoffe mal, wir haben noch ein bisschen Zeit. So. Naja, nehmen wir einfach nur mal das hier drin. So. Also dieses Smooth-Tool, das passt die Umgebung dynamisch an den Rest der anderen Umgebung im Kreis an. Also an die ungefähre Durchschnittshöhe, sag ich jetzt mal. Ja, damit hätten wir schon mal so ganz hübsch die Umgebung so, also Berge und so gemacht. Und ich denke mal, das können wir erstmal so lassen. Wobei, eine Sache kann man hier noch machen. Unter Environment können wir bei... wo ist es? Das ist hier. Ah, genau. Hier bei Detail Layers View Distance Ratio was Höheres als 1 auswählen. Das gibt halt an, wie weit man diese detaillierten Texturen sieht und nicht diesen braunen Matsch, wo ich gerade drauf zeige. Ich nehme einfach mal 5. Und man sieht da, es ist hübscher geworden. Ja, das sollte ausreichen. So, dann halten wir das hier. Ein hübsches Gebirge und eine fette Grasfläche. Und ja, bis zum nächsten Mal.